Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Crusader Kings 2, Teil 78. Ich habe jetzt gerade es ein bisschen stabilisiert im letzten Teil mit Griechenland. Ich lasse die Zeit schon mal laufen. Weil ich da gar nicht groß erklären muss. Das Schöne finde ich hier, wie meine Vasallen, die Azteken, hier noch die Hauptprovinz abnehmen. Wie ist das? Smallpox, Syphilis. Tja. Und mein Stuart ist gestorben an Smallpox. Das geht anscheinend gerade rum. Oh, Gesundheit minus 3. Ne, der ist noch. Das ist Tuberkulose. Der ist dekadent, der versucht den einzusperren. Na, mit Erfolg. Meine Frau ist schwanger, wieso hatte ich den noch? So, Ansprüche auf Bayern. Ja, was mir natürlich Sorge macht, dass die Franken jetzt auch noch Polen erobert haben. Ich zoome ja gerne raus und mal rechts, wenn man sich das Frankenreich anguckt, das ist, Smallpox, Smallpox, Smallpox. Das rum. Und trotzdem, da ist das kleine Wölkchen. Schlesien hat er gerade gesagt, Silesia. Das trifft gerade meinen Hof voll hier, Smallpox. Ich mache gerade richtig Minus, weil ich hier meine mein stehendes Heer wieder auffülle. Mache ich sogar nur mit halbem Tempo gerade. Oh, was kloppen sich die mit Strömern? Thracian Holy War von Ikea. Die helfen den Azteken dabei? Welche Verbindung haben die? Ah, die Azteken sind zu Sunni konvertiert, um Hilfe zu kriegen. Das könnte natürlich, wenn die Franken sich da eigentlich schon nach hinten hoch losgehen. Du Mistkerl. Oh, den können wir schaffen. Also. Hier muss ich jetzt auch ständig aufpassen, glaube ich. Man sieht zu wenig Stimmen, das heißt wahrscheinlich die meisten wählen. Da sind noch viele Kandidaten mit einer Stimme. Das sind ja wesentlich mehr Herrscher. Ich glaube, die Franken sind nicht das größte Problem. Wir werden ja gerade von Krankheiten ausgerottet.
Oh, meine Frau hat es auch erwischt. Sie ist gerade schwanger. Wie lange hat man das dann? Ah, sehr gut. Der hat jetzt sein eigenes Gold ausgegeben und sich einen Herzogtitel gemacht. Oh. De facto sind meine ganzen Vasallen im Krieg mit den Franken, weil der damit verteidigt. Und das ist sehr interessant, dann sind meine ganzen, wenn meine ganzen Vasallen dabei sind. Dann schließe ich mich dem, glaube ich, einfach mal an. Nee, wir dürfen nicht. Ich könnte natürlich indirekt helfen, meinen eigenen Heiligen Krieg auch noch anfangen. Nicht zu schwieriges gegen Strömern zum Beispiel. Oder Kavuna. Das ist mir schon länger ein Dorn im Auge. Das hätte ich gern verbunden. Muss sie sich den Titel abnehmen lassen. Und jetzt ist sie. Jetzt ist sie nach Serbien gezogen. Aber kein schlechtes Gewissen. Frohes neues Jahr. Da stoppt das Spiel immer zum Speichern. Es geht.
geht übrigens bis 1453. Da ist das Mittelalter noch. Ja, es ist ein Ansatzpunkt zu sagen, das Mittelalter endet mit dem endgültigen Sturz des Byzantinischen Reiches. Das ist hier ja viel früher passiert in meinem Spiel. Vielleicht bricht da ein anderes Empire zusammen. Oh, guter Mann. Das ist doch interessant, diese Prinzessin. Ach, sein Papa macht Scheiße, will gegen uns was ausheben. Aber er ist in Novgorod. Der Emir von Kirkubit. Oh, der ist aber weit weg. Das ist beschleunigen, kann ich ja trotzdem mal meine Kontingente, die mir hier zustehen. Reinrufen, warte mal, jetzt habe ich eine. King Harvo, the fattest entered Kingdom of England, Kingdom of Norway, Kingdom of Saxony. Könnte ich nur, könnte ich auf das Extreme King sein, wo sie fliegen, ja. Ich muss mal gucken, wie ist das? Ein Vasall zu viel. Gut, das ist auch meine Insel, okay. Das ist was Kroatisches. Gut, das ist gerade nicht der Punkt. Im Grunde diese ganzen interessieren mich da nicht wirklich. Oh. Der untersteht mir direkt. Der Bürgermeister von Stettin. Hätte gesagt König von Sachsen, aber der ist ja selber schon so mächtig. Dann soll das der Earl von Lübeck mitverwalten. Zählen die etwa nicht mit, die Klären.
denke eigentlich schon. Ja, erstmal muss ich mich hier um meine Armee kümmern. Doch, das war eine ordentliche Verstärkung, das hier einzunehmen. Jetzt weiß ich, wo er sein ganzes Gold manchmal verliert. Ja, meine Tochter kriegt Gericht. Muss ich doch einen Earl abtreten. So, die endet wieder. Hier gestehen. Das ist alles. Oh, okay.
Da kommen gerade viele, viele Franken durch. Masern in Hamburg ausgebrochen. Ach Mensch. Das ist besser, 20 Gold. Dann kommen wir sicher über die 100%. Keine Gefangenen gerade. Oh Mann, die Franken sind nicht feindlich, da können wir sie nicht helfen. Können wir drumherum die kleineren Teilnehmer noch abräumen? Upsi. Mit 60 gestorben? Okay, der Übergang hat aber geklappt. Und ich bin im Krieg mit den Franken jetzt. Okay, etwas kompliziert. Mein Sohn wäre ein guter Erbe, aber der ist noch nicht volljährig. Das macht es etwas schwerer, um Geld zu kriegen. Erstmal 38. Oh, der ist ein Genie. Und Leon Walding. Hat gerade Tuberkulose. Soll ich mal davon ausgehen, dass er das überlebt? Okay, das Notieren nach Diplomatie funktioniert überhaupt nicht. Danke, Speser. Das ist besser. Einen Bischof haben wir hier auch noch. Der Kanzler von Split ist auch ein Genie, deutlich älter als ich. Der ist auch gut hier. Ehrlich, geduldig, gerecht. Teluk oder
immer Telok, weil er jünger ist als mein jetziger Charakter. Oder darf er gar nicht. Der darf gar nicht. So beliebig war es dann doch nicht. Bin ich fast einige der Damen am besten. Okay, wieso hast du mich? Mein Rivale. Feta Cheese. Wieso hab ich auch Athen gekriegt? Das ist ein häufiger Name, Eisenbahn. Ja, komisch, ich kann ihn hier nicht auswählen. Wir müssen Spiels erst verarbeiten. So, was gebe ich jetzt ab? Thrace oder Gale oder Cornwall.
Eine Baronie haben ist ja auch dumm. Ein paar Icons hier oben weniger jetzt. Achso, wir sind voll im Krieg mit den Franken, jetzt brauchen wir alles. Gut, dann sollen wir jetzt auch nicht, haben wir jetzt auch nicht uns träumen lassen, dass mal die Franken die Azteken gegen uns verteidigen. Wo wollen die Iren denn hin? Supply 100. Oh, wegen zwei Seuchen auf einmal. Okay, der Kühlhaut rettet sich, wer kann, auf die Schiffe, evakuiert die Insel. Glaube ich.
Ja, ein Todesfall in der Familie. Auf einmal ist man mittendrin in der Action, die man gar nicht selber angefangen hatte. Apropos. Ja, super. Da haben wir ganz tolle Leute eigentlich zur Verfügung. Oh, 20.000 Akute. Die sind, fühlen sich zum Glück nicht zuständig für uns. Ach, da ist er dann dabei. Oh, gut. Oh, der Charakter schuldet den Juden Geld. Schiff heute auch irgendwie. Achso, ich habe irgendwo die eigenen Würfel verwendet. Ach klar, das sind meine eigenen. Das kann ich mir schon überhaupt nicht leisten. Da gibt's eine Schiffe. Die Ocean See und die Zepter.
Und hier ist ja auch meine Insel. Ich sehe nicht so ganz, wo meine Abertausende von Armeen gerade sein sollen, die ich theoretisch habe. Hügel, ich bin im Bergen, er mag aber leider nicht zu mir rüberkommen. Aber die, die hier belagern, die sind gerade in die Richtung, warum auch immer. Und da schicke ich Schiffe, um die hier rauszuholen, die sind nämlich so ein bisschen in der Klemme, nach meinem Empfinden. Gut, die können gleich los. Und die machen gerade den Aufstand platt, ist auch gut. Ach, die Karpaten greifen den Teutonischen Orden an. Ach gut, deswegen sind da alle anderen beschäftigt. Flucht gelungen. Ja, ich muss das erstmal aus dem Mobilität kriegen.
Und wieder ein König von Schweden, der Ärger macht. Achso, was habe ich eigentlich für einen Fokus? Jagdfoto, Fokus ist es. Sehe schon, das gibt noch ein Desaster bis zum Spielende mit der Erbfolge. Brav seine Schiffe, seine Werften ausgebaut. Schiffe, die zu schlagen, bevor die 13.000 kommen, können wir mal 2.000 nachschießen. Schlacht von Konstantinopel. Ja.
Ja, das hat nicht viel am Wurfscore gemacht. Hat auch 4%, okay. Alle fröhlich konvertiert. Und das war mit Grund, warum ich das Aztekenreich auch im Kreuzzug angegriffen habe. Ich habe Sorge gemacht, dass sie es früher oder später zwischen den Sunni-Reichen dann sowieso machen. Die können wir komplett ausschalten. Und die kriegen wir dann auch, wenn uns langsam ein bisschen rumtänzen. Die Schiffe muss ich in der Nähe behalten, um abhauen zu können, wenn mal knapp 30.000 nachkommen. Na, immerhin erst unter 100.000 schon deutlich. Ich hoffe ja, wenn wir seine Truppen immer genügend reduzieren, dass das irgendwie einen Aufstand triggert oder halt so etwas in der Art. Ah, die Seuchen sind besser nach. Gut. Skandinavien auf die Dauer halten kann. Das sind Berge, das ist ein bisschen ungünstig. Das ist Ebene, das bringt keinen Vorteil. Das Beste wäre immer, sie kommen zu lassen. Oh, nochmal 20.000, aber zum Glück schickt er sie hier so sie ein bisschen konfus hin und her. Hey, die sind sogar nicht nur Vasallen, die sind glaube ich sogar selbst höchstpersönlich mit im Krieg. Wunderbar. Ja, die Handelsposten an der französischen Küste, fränkischen Küste, heißt es hier richtig.
sind Berge, aber wir sind klar in Überzahl. Der Ederrest noch nachkommt. Wir haben exzellente Anführer hier. Wir haben gar keine. Okay, ist mir beendet. Das kostet natürlich einiges, aber die Anführer. Tausend verloren, aber die auch 10.000. Gut, die haben wir vaporisiert. Ja, die Stunde ist rum. Okay, hier stehen Schiffe, damit bin ich beweglich. Da kommen wieder 16.000. Ich kann nach Nikea gehen und hoffen, dass er mich angreift, obwohl er den Nachteil sieht. Oh Gott, das sind 27.000. Da machst du erstmal nichts. Ah. Ja. Ja, 2600 Grad mal genug, um die Verluste hier bei der zu kompensieren. Finanziell ist das auch nicht gut auf die Dauer. Ah, die sind aus Süden ausgewiesen. Ah, das ist nicht unser Krieg. Ich finde übrigens interessant hier, dass das alles unabhängig ist, also die Gegend, wo Jerusalem eigentlich liegt. Aber das nur für zukünftige, ich meine, also theoretisch könnte man Jerusalem mal befreien, wenn man mit einem de jure Anspruch da nicht mit einem heiligen Krieg hier sich anlegt, aber ich glaube, da rufen die ganz schnell ein Dschihad aus, wenn man das hält. Ist das größer geworden? Das ist immer noch nur so eine drei Königreiche. Ne, so eine drei Königreiche, aber das hier. Aber auch nur zwei Königstitel. Und ist pleite. Hat er genügend Gold? Wenn er Frieden hätte. Aufstand bei den Karpaten ist vorbei. Na gut, der macht das mit den. Die sollen mal die Franken jetzt, den Franken wieder was abnehmen, was die ihnen geklaut haben. Ja gut, wenigstens ist er runter auf 65.000. Oh, na, ich bin auch unter 50.000. Hält sie gerade schön auf einem Haufen, wenn man die in eine gute Falle gelockt kriegt. Ich sehe nur echt nicht, wo ich meine
51.000 jetzt noch hernehmen soll. Okay, wenn ich alles auf den Haufen kriege, dann habe ich so 37.000. Ja gut, das war hier, war natürlich nur 7.000. 37.000 auf einen Haufen kriege und damit die erwische. Mit überwältigender Mehrheit, das wäre natürlich was. Unraised 8000, okay, da ist ja schon alles bereit. Die Jungs sind gerade zu teuer. Ja, es ist zu spannend für mich. Gut, ja, und das ist natürlich hier auch ein Dauerbrenner, dieses Thema. Ja, es ist viel zu viel eine, die Gautske-Dynastie noch in Skandinavien. Wenn man mich 8 Jahre jünger als der. Kann natürlich einen Schlag auf den Kopf in der Schlacht hier jetzt, in dem Krieg, der gerade läuft. Ja, und dann wäre halt das Empire von Skandinavien erstmal futsch. Aber es ist bei weitem, glaube ich, nicht der stärkste Teil meines Reiches. Nun gut, auf jeden Fall wünsche ich noch viel Spaß weiterhin, was immer ihr tut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.